So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Modul externes Rechnungswesen. Wir starten heute in ein neues Thema und zwar das Thema nennt sich Anzahlung. Wir unterscheiden hierbei die geleistete Anzahlung von der erhaltenen Anzahlung. Erhaltene, ja, passt soweit. So, bei einer Anzahlung wird das Entgelt bereits voll oder zum Teil entrichtet, obwohl die Leistungen noch nicht bzw. nur teilweise ausgeführt wurden. Es handelt sich um Vorleistungen, die in Erfüllung eines zu einem späteren Zeitpunkt noch zu vollziehenden Anschaffungsgeschäfts erbracht werden. Das ist erstmal so ganz grob, was man unter dem Begriff der Anzahlung versteht. Und ja, ich möchte mit euch heute ein Schaubild erstellen, denn in den kommenden zwei Videos werden wir uns zwei Sachverhalte anschauen. Ich greife da mal ein bisschen vor, und zwar einmal den Kauf von Waren auf Ziel zu 100.000 Euro plus bzw. zuzüglich Umsatzsteuer. Es wird vereinbart, eine Anzahlung in Höhe von 25.000 Euro plus Umsatzsteuer zu leisten. Es liegt eine ordnungsgemäße Anzahlungsrechnung vor und so weiter und so fort. Wir schauen uns dann einmal den Sachverhalt zur geleisteten Anzahlung an und einmal zur erhaltenen Anzahlung an. Denn das Erste, was wir immer klären müssen, ist, erfolgt ja eine Anzahlung durch den Auftraggeber bzw. durch den Kunden oder an den Auftragnehmer bzw. den Lieferanten. Diese Unterscheidung müssen wir tätigen, das werden wir gleich in einem Schaubild dann auch festhalten. Ich werde zu diesem Thema auch noch ein, zwei Dokumente mit in den Fragenkatalog zum externen Rechnungswesen aufnehmen. Den findet ihr bei uns auf der Webseite, schaut euch dort gerne mal um. Dann schaut euch auch gerne bei uns auf dem YouTube-Channel in der Playlist externes Rechnungswesen um. Da findet ihr auch viele weitere Themen, die ich behandelt habe. Jo, und den Rest findet ihr wie immer unter des Videos in der Videobeschreibung. Und für Fragen, Anregungen, Kritiken etc. immer gerne die Kommentare nutzen. Das hier ist jetzt kein Thema, was ich an der Uni behandelt habe. In keinem einzigen Modul haben wir uns über Anzahlung, geleistete und erhaltene Anzahlung unterhalten. Nur ich besuche gerade während des Praxissemesters, also dem Praktikum, die Berufsschule und dort im Bildungsgang der Steuerfachangestellten. Und da habe ich eine schöne Aufgabe bekommen, die man auch gut hier im externen Rechnungswesen mit einbetten kann. Denn bei den Steuerfachangestellten gibt es auch das Fachrechnungswesen und dort wird dann sowas gemacht. Und ich habe mir gedacht, das bietet für den einen oder anderen noch einen Mehrwert, der sich über die Grundlagen hinaus noch mit dem Rechnungswesen beschäftigen möchte. So, dementsprechend fangen wir an mit dem Schaubild. Wir brauchen erstmal die Anzahlung als Oberbegriff in unserer Abbildung und dann, ich mache das hier auch mit Tastatur, ich denke, das ist ein bisschen besser vom Platz her, denn ich brauche ein bisschen Platz für das Schaubild. Also wir verschaffen uns jetzt erstmal hier so eine Übersicht über das Thema Anzahlung und in den nächsten zwei Videos schauen wir uns einmal den Sachverhalt geleistete Anzahlung an und erhaltene Anzahlung. Eigentlich derselbe Sachverhalt, nur aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, einmal durch den Auftraggeber und einmal durch den an den Auftragnehmer. So, dementsprechend einmal hier durch Auftraggeber bzw. Kunde. Und auf der anderen Seite hätten wir dann entsprechend an Auftragnehmer. An Auftragnehmer bzw. Lieferant. Ja, kurz mal so ein bisschen aus dem Real Life, wo können Anzahlungen vorgenommen werden, beispielsweise beim Autokauf. Ihr geht ins Autohaus, ihr wollt euch ein neues Auto kaufen, ihr könnt das Auto nicht auf Anhieb, auf einen Schlag bezahlen. Meinetwegen kostet so ein Neuwagen 25.000 oder 30.000 Euro brutto. Und dann sagt ihr, okay, ich will eine Ratenzahlung vereinbaren und jetzt fordert der Autoverkäufer eben von euch eine Anzahlung. Warum könnte er diese Anzahlung von euch einfordern? Einfach aus dem Grund, um Vertrauen auch zu schaffen, weil er euch eben nicht vertraut, dass ihr die Raten regelmäßig eben bezahlt. So, und dann gibt man eine Anzahlung von meinetwegen 2.000, 3.000, 4.000 Euro. So, und der Rest wird dann eben auf Raten abfinanziert. Dementsprechend das einmal grob zu dem, was euch so im Alltag begegnet, falls ihr mal hier und da mal ein neues Kfz euch anschafft. Das muss nicht mal irgendwie ein Kfz sein, das kann auch was ganz anderes sein, eine Waschmaschine oder so, wo ihr euch eine Waschmaschine bei einem Markenhersteller für 1.000 Euro kaufen wollt, dann leistet ihr erstmal eine Anzahlung von 500 Euro und sagt die anderen 500 Euro, okay, die begleiche ich jetzt über 12 oder 24 Raten. So,
Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Sachverhalte und das nur kurz einmal dazu. So, also Anzahlung einmal durch Auftraggeber oder eben an Auftragnehmer bzw. Lieferant. Hier haben wir zwei unterschiedliche Perspektiven, die wir betrachten, auf die ich jetzt auch dann eingehen werde. So, dann machen wir hier einmal den Kasten drum. Den mache ich auch wieder schwarz hier. So, einmal hier. Wir brauchen jetzt gleich noch drei solcher Kästen jeweils auf den beiden Seiten dort drunter. So, hier auch. Ich mache das auch so schön sauber, dass ihr am Ende des Videos das nochmal abfotografieren könnt. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Und zwar geht es jetzt um den Begriff. Anzahlung durch Auftraggeber bzw. durch Kunde stellt für den Auftraggeber eine Forderung dar. Also notieren wir hier, stellt für den Auftraggeber eine Forderung dar. So, das wäre dann jetzt einmal den Begriff, den wir geklärt hätten. So, das packen wir dann direkt hier drunter. Braucht gleich noch ein bisschen Platz. Und auf der anderen Seite, Anzahlung an Auftragnehmer bzw. Lieferant stellt für den Auftragnehmer eine Verbindlichkeit dar. Das ist dann wichtig, wenn ich dann die Buchung vornehme im Grundbuch, dass ich weiß, auf welche Konten ich mich dann beziehe. Stellt für den Auftragnehmer eine Verbindlichkeit dar. So, ich muss ja einmal wieder rüber, das ist ein bisschen umständlich jetzt hier. Ja, lässt sich jetzt nicht anders einrichten. So, eine Verbindlichkeit da. So, machen wir es mal ein bisschen mit, die passt. Dann ziehen wir wieder unseren Kasten hier drum. So, einmal hier. Boah, passt soweit. Und einmal hier. Die Pfeile nach unten hin, das mache ich gleich, die Verbindung. Das machen wir dann zum Schluss. So, von der Anzahlung durch Auftragnehmer, Kunde, stellt für den Auftragnehmer eine Forderung dar. Dort haben wir den Begriff geklärt, gehen wir über zur eigentlichen Buchung. Und zwar geht es jetzt um die geleistete Anzahlung. So heißt das Konto auch in der Buchführung. Wir nennen das Konto geleistete Anzahlung und das andere Konto dann eben erhaltene Anzahlung. Beides sind Bestandskonten. Geleistete Anzahlung ist ein aktives Bestandskonto und erhaltene Anzahlung ist ein passives Bestandskonto. Ja, das werden wir aber dann bei den Buchungen auch im nächsten Video nochmal sehen. So, als geleistete Anzahlung auf, dann hätten wir einmal die sogenannten immaterielle Vermögensgegenstände, haben wir ja alles zuvor schon geklärt, was immaterielle Vermögensgegenstände, Vermögenswerte, Wirtschaftsgüter und Co., was das alles ist und welche Kriterien ich da nehmen kann. So, da haben wir Sachanlagen und die Vorräte. So, das hätten wir einmal auf der Seite. Und dann auf der anderen Seite ein bisschen kürzer. Hier dann eben wichtig, als erhaltene Anzahlung auf Bestellungen. Also als erhaltene Anzahlung auf Bestellungen. Jetzt habe ich eine Sache hier noch vergessen. Und zwar sind wir jetzt hier bei der Buchung. Deshalb schreibe ich das hier nochmal hin. Wir sind jetzt hier bei der Buchung. Nur noch mal so als Stichpunkt. So, können wir ein bisschen länger hier machen, wir haben genug Platz hier. Buchung. So, ja, passt soweit. Dann ziehen wir hier auch unseren Kasten drüber. Und wenn man sich selbst so eine Grafik mal erstellt, dann man eignet sich das Wissen durch das Erstellen so einer Grafikübersicht auch nochmal an. Das ist auch nochmal so ein
eine Strategie, die man fahren kann, indem man sich solche Übersichten eben erstellt, um sich den Inhalt besser anzueignen. So, dann von der Buchung gehen wir jetzt zur umsatzsteuerlichen Behandlung. Umsatzsteuer, da habe ich ja auch schon ein, zwei Videos zu hochgeladen, findet ihr auch in der Playlist. Und hier geht es jetzt um die um den Vorsteuerabzug durch den Auftraggeber bzw. Kunden. Also Anzahlung durch Auftraggeber, durch Kunde. Und dann nach ganz unten hin hätten wir dann den Vorsteuerabzug, wenn bestimmte Voraussetzungen eben gegeben sind. Wenn erstens eine ordnungsgemäße Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuerausweis vorliegt. So, und jetzt wichtig, und nächster Spiegelstrich, eine Anzahlung geleistet worden ist. Und das Ganze kann ich dann hier nochmal im Paragraphen Rechtsgrundlage Paragraph 15. Das geht jetzt schon ein bisschen sehr in die Tiefe hinein, aber dann habt ihr was zu nachlesen. Satz 1, Nummer 3, nee, nicht Nummer 3, Nummer 1 müsste das sein. So, Satz 1, Nummer 1, Satz 3. So, da muss dann immer ganz genau halt sein. Umsatzsteuergesetz. So, und auf der anderen Seite dann, umsatzsteuerliche Behandlung, Entstehung der Umsatzsteuer, sobald die Anzahlung vereinnahmt worden ist. Entstehung der Umsatzsteuer, sobald die Anzahlung, das ist ein bisschen doof jetzt hier, Anzahlung vereinnahmt worden ist. Und Rechtsgrundlage gebe ich euch hier auch mit auf den Weg. So. Rechtsgrundlage wäre hier dann eben Paragraph 13 Absatz 1 Nummer 1a USTG Umsatzsteuergesetz. So, jo, das Ganze dazu. Jetzt nochmal ganz wichtig. Ich werde hier unten, wobei ich packe das hier auch wieder hinter in Klammern. Das wäre die umsatzsteuerliche Behandlung. Umsatzsteuerliche Behandlung. Ja, ich ziehe das da gleich hin. So. Keine Sorge. Umsatzsteuerliche Behandlung. Jetzt schreibe ich das auch nochmal hin. Umsatzsteuerliche Behandlung. Da ihr nochmal so einen Stichpunkt habt. Und ja, das war's soweit. Dann sind wir mit unserer Abbildung auch schon durch. So, einmal hier noch einen Kasten. Wir müssen dann gleich nochmal kurz die Verbindung hier ziehen. So. Machen wir das mal kurz. Also, von der Anzahlung einmal hier hin. Oder hierhin. Das musst du erklären. Das muss im Sachverhalt nahegelegt werden. Das muss da halt drinne stehen, erkennbar sein, ob das eine Anzahlung durch Auftraggeber bzw. Kunde ist oder an Auftragnehmer, an Lieferant. Schauen wir uns dann im nächsten Video dann an. So, und dann durch Auftraggeber, stellt für den Auftraggeber eine Forderung dar, stellt für den Auftragnehmer eine Verbindlichkeit dar. Das werden wir dann auch im Grundbuch dann sehen. Und jo, wir gehen hier mal direkt weiter. Und zwar hätten wir dann hier als erhaltene Anzahlung auf Bestellung das Konto erhaltene Anzahlung, auf der anderen Seite geleistete Anzahlung. Hier
Und dann hätten wir hier nochmal einmal die Voraussetzungen. Einmal für den Vorsteuerabzug und hier für die Entstehung der Umsatzsteuer. Da greife ich auch schon mal ein bisschen vorweg. Und zwar Anzahlungen sind umsatzsteuerpflichtig. Das ist ganz wichtig. Da brauchen wir die Konten Umsatzsteuer und Vorsteuer auch für die Buchung. Es besteht ein Vorsteuerabzugsrecht des Empfängers, wenn die sonstigen Voraussetzungen, also Verwendung des Gegenstands für Unternehmen, für steuerpflichtige Umsätze und das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Anzahlungsrechnung erfüllt sind. Ja, und damit wäre ich dann auch soweit schon durch. Dementsprechend im nächsten Video schauen wir uns den Kauf von Waren auf Ziel dann an. Das sind 4 Buchungen in Bezug auf die geleistete Anzahlung. Und dann schauen wir uns das Ganze noch in Bezug auf die erhaltene Anzahlung an. Einfach nur umdrehen einmal das Ganze, dann hätten wir auch 4 Buchungen. Und dann wären wir hiermit soweit durch. Das ist nicht ganz so einfacher Stoff, ich weiß. Aber so als kleiner Boni hier für die Playlist und so ein bisschen als Herausforderung kann man das durchaus betrachten. Und ja, merkt euch diese Übersicht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.